Nun rächt sich die Führungslosigkeit der politischen Führer. Merkel, Scholz, Söder, Spahn, das virologisch-idiotische Quartett erleidet eine schwere Abfuhr. Beim ständigen Versuch, das Volk weiter zu spalten, Menschen gegeneinander quer durch alle Familien aufzubringen. Ausgerechnet ihr medizinischer Krückstock, Rasputin Drosten, als oberster und bis dato treuester Komplize der bisherigen Lockdown- und Verhetzungspolitik, gibt den politischen Scharfmachern in Berlin und München eine schallende Ohrfeige. Es sei keine Pandemie der Ungeimpften. Es treffe Geimpfte wie Ungeimpfte gleichermaßen, lautet das späte Schuldeingeständnis jenes Herrn, der ein ganzes Volk mit seinen Ratschlägen seit mehr als 20 Monaten in unerschütterlicher Geiselhaft hält. Anfang des Jahres hörten sich die Worte von Rasputin Drosten noch ganz anders an. Mit der Impfung gäbe es eine Garantie, dass die Pandemie beendet sei, sich Geimpfte nicht mehr anstecken, nicht mehr erkranken, nicht mehr sterben, das Gesundheitssystem nicht mehr überlastet werde. Und nun überführen ihn, den Berufshysteriker, seine eigenen Zahlen und Fakten, dass auch Geimpfte zu 40% das Virus bekommen, erkranken und ja auch sterben können. Welche Überraschung. Und damit ist auch schon aus rein fachlicher Sicht das 2G-Regime der Herrn Söder und Scholz in sich zusammengebrochen. Ja, man sollte aus der deutschen Geschichte durchaus lernen und nicht jede politische Dummheit, die halbwüchsige Parvenus in Wien ausdüfteln, ungefragt in Deutschland übernehmen. Im August übrigens, exakt am 19.08.2021, fabulierte derselbe Herr Drosten, der nun eine dritte Impfung empfiehlt, dass eine dritte Impfung größtenteils nicht notwendig ist. Und jetzt wird schwierig. Während Drosten, Scholz, Spahn und Söder fast 70% der deutschen Bevölkerung den dritten Stich in den Arm zwingen, weil die ersten beiden für Hugo waren, müssen exakt dieselben Herren zur selben Zeit den restlichen 30% erklären, dass die ersten beiden Stiche lebensrettend seien. Die Politik ist in Wahrheit mit ihrem Latein am Ende. Das derzeitige Chaos ist das Schuldeingeständnis ihres Versagens, weil sie stur und arrogant am Gamechanger als alleiniges Allheilmittel festhielten, das Gesundheitssystem nicht hochgefahren haben, weil die Impfung nicht vor Infektion, Weitergabe, Erkrankung und schwerem Verlauf schützt, weil dieselben Politiker in Zeiten der Pandemie allein in Deutschland 20 weitere Kliniken dem Sparstift geopfert haben, obwohl Betten fehlen und Personal ausgeht. Nun rächt sich die Führungslosigkeit der politischen Führer und das Volk büßt. Musik.